Heute zeige ich dir 5 unterschätzte Kryptojuwelen, die für weniger als 1 Dollar gehandelt werden. Da sind einige echte Banger dabei. Da kann ich dir sagen, guck mal hier, das zum Beispiel, da gab es schon mal ein relativ hohes All-Time-High. Der hat jetzt gerade erst mal angefangen, wieder loszulegen. Wir schauen uns auf jeden Fall deren Potenzial mal an. Hier ist auch noch einer. Decken wir hier Gründe für Unterbewertung auf und lernen, wie du hier strategisch investierst, genau in solche Projekte. Um explosive, wirklich explosive Gewinne zu machen, wie hier bei Woo mit 250.000 Followern bei so einem neuen Projekt. Schauen wir uns doch genau diese Projekte mal an mit ganz starken Partnern wie Microsoft, Binance. Los geht's. Hier zum Beispiel sei eine relativ neue Layer 1 Chain, die aber als Layer 1 Chain und so neu wie die ist, jetzt schon extrem Fahrt aufgenommen hat, kann ich dir sagen. Die wollen einfach nochmal die Problematik, die mit der vor der jetzt wahrscheinlich auch Ethereum steht, lösen und verschiedene andere Lösungsszenarien nochmal aufdecken. Da ist jetzt schon viel Kapital eingewandert, aber ich glaube, da wird noch in den nächsten Wochen und Monaten einiges dazukommen. Wie du hier auch am Preisschart siehst, hier ist schon ein bisschen was passiert, aber wir haben in den anderen Videos, die ich schon gezeigt habe, gelernt, dass das jetzt alles pre-Halving oder während des Halvings und wirklich Bitcoin-All-Time-High noch gar nichts zu bedeuten hat. Die kann auch gerne, gut und gerne nochmal das Komma 1-2 Stellen verschoben werden. Wirklich kein Scheiß. Und auch gerade bei so einem Projekt wie Sai, was wirklich extrem neu ist, was das schon auf, wenn das schon auf Kraken gelistet wird und auf Binance, auf großen Exchanges und nicht nur on-chain gehandelt wird, dann bedeutet das eigentlich in der Regel auch echt nur Gutes. Aber mach dir am besten selber ein Bild, guck dir das Whitepaper an, guck dir die Webseite an, schau auf Twitter, was da so bei denen los ist. 600.000 Follower für ein Projekt, was so neu noch ist, das ist extrem, wirklich. Schau mal hier gerne, was hier so abgeht, welche Partner dabei sind, wie das Team ist. Kannst du dir alles angucken, was für Updates, wie oft es Updates gibt und zu welchen Themen. Gibt es da auch viel Kritik, gibt es wenig Kritik, was sind so Themen, die eben das Projekt betreffen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht ist der Preis ein echter Schnapper. Also hier würde ich sogar locker zweistellig mit reingehen. Und da kannst du dir ja selber ausrechnen, was das bedeutet für den Preis, der hier mal irgendwann stehen wird. Genauso ein neues Projekt ist auch Inspect. Auch für mich total unterbewertet, extrem krass. Auch jetzt, dass es so krass nochmal gecrashed ist, aber das ist gar nicht mal so schlecht. Dann kann man nämlich hier nochmal sehr, sehr günstig nachkaufen. Und glaub mir, ich habe jetzt hier in den grünen Bereichen gekauft, meine ersten Investments gemacht, Anfang des Jahres, sage ich mal. Es sind auch wirklich Profis an Werk, die hier etwas eben tun, nämlich für die Plattform X, also ehemals Twitter, eben einige Use Cases zu entwickeln. Für mich ein extrem spannendes Projekt und wie du hier auch siehst, hier ist so richtig viel Power drauf. Also Followed by Parler AI, auch ein großes Projekt. 200.000 Follower für so ein neues Projekt ist extrem krass. Hier ist auch wirklich viel in der Community am Machen. Also da kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass da wirklich viel passieren wird. Wie gesagt, keine Anlageempfehlung, nichts. Ich investiere da, bin da selber, habe einen großen Bag da drin und bin mal gespannt, was da noch passiert. Wie gesagt, ist ja auch wichtig, dass du nicht einfach nur dem folgst, was ich mache, sondern was habe ich hier gemacht? Ich habe diesen Coin auf Twitter gefunden über andere Personen, so wie du mich jetzt hier gefunden hast und du über mich diesen Coin gefunden hast, wie aber auch 20 oder 100 andere. Inspect ist halt einer, der da durch dieses Raster eben nicht durchgefallen ist, sondern den ich ausgesiebt habe, für mich entschieden habe, dass das ein gutes Projekt ist. Da gibt es gewisse Kriterien, die ich da für mich selber entwickelt habe, aber eben auch starkes Team, hatte ich schon in anderen Videos schon mal gesagt, starkes Team. Ein gut ausgefüllter Bereich hier von den Daten her. Guter Twitter-Account, gute Community dahinter, gutes generell, dass große Influencer im Kryptobereich darüber sprechen und eben, dass auch eine gute Lösung dahinter steckt. Und die kannst du dir selber anschauen über das White Paper, über die Webseite und dann einfach schauen, ob das was für dich ist. Aber ansonsten geht es ja auch um den Gedankenprozess, den ich hier gehe. Bevor wir uns aber noch heißere Projekte angucken, noch 1-2 Punkte dazu generell. Du musst hier unbedingt auch ein Risikomanagement betreiben. Also wenn du jetzt hier mir zuschaust und noch gar keine Erfahrung mit Kryptowährungen hast, dann sind die Projekte, die ich dir gerade genannt habe, vielleicht nicht die besten zu investieren. Je nachdem halt, wo du stehst, wenn du jetzt relativ jung bist und sagst, okay, fuck it, ich will hier einfach mal ganz wenig Geld schnell hebeln und mir ist auch egal, wenn das Geld dann weg ist und das ist nicht deine Lebensgrundlage, dann kann das auch eine ganz gute Entscheidung sein. So bin ich auch in Krypto gestartet, ehrlicherweise. Relativ jung und vor, weiß gar nicht, 7, 8 Jahren ungefähr. Und habe so auch wirklich gutes Geld gemacht mit Krypto. Du musst es genau eben auch von der Risiko- und vom strategischen Geldansatz an sich bewusst sein, was das bedeutet eben auch für dich. Weil hier sind eben Rücksetzer von 70, 80 bis hin 90% bis hin zum Totalverlust eben auch noch möglich. Auch wenn ich, wie gesagt, diese Projekte, die ich dir jetzt gezeigt habe und auch gleich noch zeigen werde, darunter wahrscheinlich nicht sein werden. Aber auch ich habe nicht alle Informationen, auch ich weiß nicht alles, auch ich treffe nur auf Basis von den Informationen, die ich habe, eben gewisse Entscheidungen, die mit gewisser Wahrscheinlichkeit eben eintreten werden. Und wie genau ich das mache, habe ich hier schon in einigen Videos erklärt. Also zum Thema AI, Top 8 Ethereum-Killer zum Beispiel, also was Layer 1-Chains noch so gibt. Dann Gaming-Krypto habe ich hier einige Videos schon gemacht zu Gaming. Dann zu AI, Top 9 AI-Krypto-Projekte. Da erkläre ich vor allem auch im Detail, wie ich wirklich
Nischenrecherche mache, wie ich in den Nischen auch noch Recherche mache, was ich jetzt auch schon mal so ein bisschen erklärt habe an der Oberfläche. Aber hier in diesem Video soll es ja eher wirklich um 5 Projekte gehen, die auch nochmal sehr, sehr spannend sind. Deswegen hier nicht so ganz im Detail, aber vor allem auch, guck dir diese Projekte an, hier wie der letzte Krypto-Dip zerstört dich. Oder Krypto ist tot oder hier zum Beispiel, ich verkaufe alle meine Kryptos, was natürlich Quatsch ist, mache ich jetzt natürlich noch nicht. Aber diese 3 Videos sind extrem wichtig, um gute Einstiege, aber vor allem gute Ausstiege hinzukriegen. Die erkläre ich genau da. Ich weiß, die Titel und auch die Thumbnails sind sehr reißerisch. Ist mir aber egal, solange ich damit erreiche, was ich eben möchte, nämlich dich erreichen und dir diese wichtigen Fundamentals mit auf den Weg zu geben. Und wenn du noch näher am Markt dran sein willst und noch eine schöne Rückendeckung haben möchtest von vernünftigen, guten Profis und Mitgliedern in der Community, dann komm doch hier gerne auf School. Finanzielle Freiheit erreichen. Hier kannst du mal durchlesen, für wen das was ist. Hier rechts ist normalerweise der Join-Button. Einfach kurz joinen. Aktuell noch kostenlos. Mal gucken, wie lange noch. Für die Leute, die solange es noch kostenlos ist, kostenlos reinkommen, wird es auch lebenslang kostenlos bleiben. Hier kannst du dich im Classroom mal umgucken. Gibt auch immer regelmäßige Termine und in der Community wird eben uns ausgetauscht. Also hier gibt es wirklich regen Austausch, 7 Kommentare, Kurskorrektur, Krypto, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, 10 Kommentare, wo wir uns wirklich 30 Kommentare zu dem AI-Krypto-Bereich-Thema, 11 Kommentare zum Durchhalten und Nachkaufen. Hier gebe ich wirklich Impulse von mir rein, die sind viel, viel schneller sind, als ich sie auf YouTube realisieren kann. Auf YouTube braucht es ja immer ein paar Tage, bis ich das Video recherchiert habe, bis ich das Video dann wirklich geskriptet habe für mich und eben vorbereitet habe und dann aufnehmen, schneiden und so weiter. Das dauert eben ein bisschen. Hier hast du dann wirklich den bis am Zahn der Zeit, sage ich mal. Und eben wichtig ist, du kannst auf deine individuelle Situation Fragen stellen und eben Fragen, auch nicht nur zu Krypto, aber aktuell ist halt eben viel Krypto drin, weil ich das ja auch viel über eben Krypto reingezogen habe in die Community. Aber hier kannst du zu Thema Immobilien, generell zu Cashflow-Themen und zu Wohlstandsaufbau, Vermögensaufbau Fragen stellen. Zu deiner Situation, hier wird dir eben auch geholfen. Nicht nur von mir, ich gebe da natürlich auch immer Impulse rein, aber hier gibt es auch andere Profis, die teilweise noch viel, viel mehr erreicht haben als ich. Extrem cool, was für Leute da drin sind. Wenn wir jetzt mal fachlich, vermutlich das langweiligste Projekt, Woo, ist ein Projekt, was aber sehr, sehr hohes Potenzial hat, aber für die meisten ein bisschen nicht greifbar ist. Also das ist, verhält sich quasi auf der Chain an sich, hast du eben Tools, die für Trader, für Plattformen, für institutionelle Investoren gedacht sind, für dezentral und zentralisierte Services, diese zu verbinden. Und dafür will Woo eben Lösungen produzieren und die sind auch extrem, also ein relativ neues Projekt, wobei es jetzt hier schon 2, 3 Jahre da ist. Aber wir haben hier noch nicht mal das alte Order mehr gerissen, ja, was schon über 1 Dollar war und wir sind jetzt immer noch bei 30 Cent. Also hier wird auf jeden Fall auch noch viel kommen, gerade auch, weil ich weiß, wo ich das Projekt her habe, in diesem Kosmos, sage ich mal, die wissen, was sie tun. Wirklich krasses Projekt, die sind auch echt gut vernetzt hier und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste neben Community-Aufbau und neben starkem Marketing, dass hier noch einiges kommen wird. Auch jetzt hier weit unter 1 Dollar echt noch zu einem Schnapper zu haben aus meiner Sicht. Und wenn man sich hier auch mal deren Twitter-Profil anguckt, auch 250.000 Follower, ist extrem krass, was hier wirklich abgeht. Hier sind Leute, die wirklich was von ihrem Handwerk verstehen, sage ich mal, am Start. Die Community-Aufbau verstehen, die wirklich viel auch machen mit der Community und da auch wirklich gute Lösungen bauen. Ein weiteres Community-Projekt, sag ich mal, oder ein Community-Aufbau-Projekt ist EngineCoin zum Beispiel, wo wir auch noch extrem weit weg sind vom All-Time-High vom letzten, also ungefähr 10x. Und wie wir ja wissen, bei den letzten Runs, dass solche Coins dann gerne mal das All-Time-High gerissen haben und dann nochmal 10 bis 30x gemacht haben. Also hier kannst du mit 30 Cent also eigentlich nichts falsch machen. Wäre die Aussage ziemlich gefahrlässig und gefährlich, wenn ich nur das jetzt sagen würde. Aber hier ist jetzt natürlich auch viel Fundamentals dahinter. Schon ein ganz, ganz solides Market Cap, auch ein relativ gutes Volumen am Start. Aber vor allem eben auch eine Community und eben ein Produkt, was extrem vernetzt ist. Also auch auf der Ethereum-Blockchain, du hast hier ja einen Plattformgedanken, ist nicht nur eine kleine Teillösung, sondern du hast hier einen Plattformgedanken in dem Bereich, der wirklich sehr, sehr spannend ist. Guck dir da gerne halt auch mal die Webseite an. Hier ist, wie gesagt, echt starke Partner dabei, CoinGecko, Microsoft als Partner, Samsung, Lost Relix und so weiter und so fort. Also das ist auch ein Projekt im Gaming-Markt, beziehungsweise im Gaming-Bereich, Art-Bereich, Kunst-Bereich, die eben Community-Aufbau betreibt auf einer technologischen Basis und wirklich ein starkes Projekt aus meiner Sicht, wo wir noch viel erwarten können. Also hier wäre ich auch, also wie gesagt, ich mache ungern Preis vorher sagen, aber ihr hört es ja gerne, also wenn ich hier nicht mindestens mal 10 Dollar reißen werde, dann fresse ich auch einen Besen, hatte ich ja schon mal gesagt, dann schickt mir gerne den Besen, den esse ich dann hier vor der laufenden Kamera auf. Wie gesagt, ist kein Versprechen, ist sicherlich keine 100% Garantie, aber ich denke, das ist mit diesem Projekt auf jeden Fall machbar. Und bevor ich das Video jetzt wieder zu lange mache, wenn ich es jetzt hier mal ganz schnell, guckt ihr auf jeden Fall noch dieses Video an.